So, da sind wir wieder, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hoffentlich. Also, ich versuche jetzt mal, um Weimar zu kämpfen. Versuchst du, um Weimar zu kämpfen? Gut. Schön. Ja, das könnte ich sogar, das könnte ich schlafen. Das könnte ich schaffen, ja. Das wird mir zwar keinen Respekt verschaffen. Meinst du? Freilich. So, aber der ist wenigstens auch so geschwächt, dass man das jetzt hier eigentlich ohne Problem machen müsste. Eigentlich müsste, theoretisch. So, nun ist natürlich in letzter Zeit alles hier gealtert. Ich habe gar nicht aufgepasst. Hast du nicht? Nee, so eine kleine Marke von mir. Ich passe eigentlich selten auf. Okay. Warte mal, was ist denn jetzt? Was für ein wunderbares Bouquet. Ein wunderbares Zusammenspiel köstlicher Aromen erfreut meinen Gaumen. In Zukunft muss ich häufiger im Kloster vorbeischauen. 20% auf die Eigenschaft wird Säufer. Ja, herzlichen Glückwunsch. 20% Eigenschaft und ich habe sie natürlich bekommen. Schön. Ups, falsch hier. Naja. Naja, mein Gott. Warum? Nee. So, was kommt da angelaufen? Da kommen übrigens 900 Mann kommen da angelagelt. So, naja, dann schauen wir mal, dass ich hier meinen Krieg... Mal beendet Krieg. Ja, Krieg. Ha, 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 ja. Richtig. Der belagert jetzt Thüringistan übrigens. Naja, bin schon unterwegs. Dein Herr und Meister. So. Naja, da werden wir dann mal das Breisgau besetzen. Das Problem ist, ich wollte mal was nachgucken. Der Vogel, gegen den ich Krieg führe, ne? Aha, der ist auch Herzog von der Provence. Da kann ich, brauche ich mich ja überhaupt nicht wundern. So, 100. Warte mal, ich hab's geschafft. Das ging aber schnell. Ja, weil ich den König gerade in der Schlacht gefangen genommen habe. Ach so. Wie schön. Die Frage ist, was jetzt, ne? So, das stimmt. Du hast jetzt 10 Jahre Waffenstillstand, aber das geht eigentlich. Naja, wenn ich 300 Prestige verlieren könnte, könnte ich ihm den Krieg erklären, aber hier habe ich nicht. Kannst du eigentlich eine Fraktion gründen? Für Unabhängigkeit? Stimmt. Weil wenn die Fraktion nämlich stark genug ist, kannst du ihm ein Ultimatum setzen. Und ich glaube, wenn er das ablehnt, kommt es ja zum Krieg. Und ich glaube, das ist... Stimmt, aber hier steht, Königin Waltraud von Sachsen stürzen möchte ich nicht. Erhöhen der Macht des Rates möchte ich auch nicht. Nee, kann ich nie. Ich kann nur irgendwie Nachfolge, dann verschiedene Prinzen etablieren. Echt und nicht? Die Macht im Rat erhöhen und Waltraud von Sachsen stürzen. Nö. Gibt keine Unabhängigkeit? So ein kleines blaues Fähnchen? Nee. Was mich eigentlich auch gerade wundert. Das ist ja echt behindert. Weil zum Beispiel auch der Häuptling von Holstein, der möchte ja auch schon seine Unabhängigkeit. Ich kann das nicht machen. Der Häuptling von Holstein? Achso. Kannst du dich der Fraktion anschließen? Naja, gut, aber das zählt ja dann nicht für mich, oder? Doch, das zählt auch für dich. Wenn der... Alle, die in der Unabhängigkeitsfraktion sind, werden unabhängig, wenn der Krieg gewonnen wird oder die Forderung durchgeht. Okay. Wenn du dich anschließt, ja. Wie viel Prozent habt ihr dann? 383. Ja, dann muss er jetzt nur noch die Forderung stellen. Dann lass mal bitte weiter so langsam laufen, mal schauen, ob das was bringt. Ja, er muss halt die Forderung stellen, ne? Das ist jetzt das Einzige. Das ist auch gar nicht ätzend irgendwie.
Jo. Oh, super. Und aus Weimar ist mittlerweile eine Grafschaft geworden. Das ist ja hübsch. Dankeschön, dass ihr das für mich zu Ende gebaut habt. Na, das habe ich doch gesagt. So. Jetzt würde ich aber mal ganz gerne meinen Amtssitz verlegen, und zwar direkt nach Weimar. Ich bleibe in Leiningen. Das ist schön da. Ich bin schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Obwohl ich ja irgendwann mal nach Nürnberg will, auch wenn ich gerade erschreckt feststelle, dass das mittlerweile zum Königreich von Böhmen gehört. Wobei das nicht unbedingt nur schlecht sein muss. Wo ist denn mein nichtsnutziger Kanzler? Kannst du mal ein paar Ansprüche in Nürnberg ausheben, Freund? Du kannst mal ein paar Ansprüche machen, Junge. So. Naja, wann stellt er dem Typ denn mal... Ich meine, wir haben 510%. Ja, das ist die Frage, wann er das macht. Das kann ich dir nur nie sagen. Das ist seine Sache. Ich behalte das mal im Auge. Ja, nicht, dass du eine andere Wahl hättest, sag ich. Muss ich dafür meine Armee vielleicht auflösen, die ich jetzt hier schon habe? Nee, das habe ich bloß noch die Söldnertruppen. Ich kann ja sogar, wenn ich eine Söldnerarmee stehen habe, kann ich ja sogar den Krieg erklären. Ja, richtig. Es zählt nur, deine Lehnstruppen dürfen nicht ausgehoben sein. Oh. Auch nicht schlecht. Was denn? Da war gerade eine Händlerkarawane. Die wollte mir einen Bediensteten andrehen. Den habe ich aber abgelehnt und daraufhin gilt er als tot. Er ist spurlos verschwunden im Alter von 22 Jahren. Na, ich würde sagen, den hast du ganz erfolgreich verscheucht. Den habe ich ja nicht nur verscheucht, der ist ja ganz offensichtlich gemeuchelt worden. Ein Meuchelmörder. Jetzt? Nach einer ausgezeichneten Behandlung durch Gerberga geht es Friedrich schon viel besser. Dafür sollte sie doch gepriesen werden. Ich sollte sie gemessen. Tja, Junge, wenn du jetzt hier nie bald was machst, muss ich meine Söldnertruppen wieder auflösen. Kann ich den irgendwie ein bisschen befeuern, dass das schneller geht? Nee, ne? Nee, das ist halt immer dies. Das Problem an so einer Fraktion. Solange wie du halt nicht selbst... Das ist wahrscheinlich der Grund, warum du keine selbst gründen kannst, weil es die schon gibt. So unabhängig? Ja, das kann sein, ja. Ich wurde zum neuen Führer der Fraktion Unabhängigkeit. Oh, es gibt's keine mehr. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Kannst du jetzt wieder ausrufen? Steht jetzt, die Fraktion wurde aufgelöst, aber es gibt nichts mit einem blauen Fähnchen. Hä? Ja, lass mal kurz noch ein Stück laufen und probier's dann einfach nochmal. Sehr seltsam. Ach, warte mal, die Fürstenberger Dings ist ja vorbei. Naja, da werde ich mir das Fürstenberg dann gleich mal aneignen. Nachfolgewarnung? Nee, ich kann keinen Krieg eröffnen, um meine Selbstständigkeit zu gewinnen. Ich könnte nur Herzogin, also ich für Sachsen. Anderes geht nie. Ist ja blöd. Als Fraktion meinst du? Ja, als Fraktion. Hm. Naja, lass mal weiterlaufen. Na, dann muss ich jetzt meine Söldnertruppe auflösen, das wird sonst zu teuer. Na toll, da hat er jetzt seine Dings aufgelöst, dieser Dödel. Oh, wie lange dauert denn das jetzt noch, bitte? 1,9% minus 4,1, das gibt's doch wieder nicht. Na komm, komm mal in die Hufe. Ich lese das jetzt hier mal auf. So, jetzt bin ich schon bei 92%. Jetzt gehen wir mal in Württemberg, erstmal die Typen da wieder vertreiben und dann Fürstenberg besetzen. Dann müssten wir es eigentlich bald mal haben. Waldemar. Waldemar?
Waldemar, der Waldemar. Zu Tolkien, Vorhorst, Waldemar, da wo kein Unfallschwerpunkt war. Was du da redest? Das heißt, da war mal keiner. Jetzt ist dort einer. Was denn? Was du da redest? Schon, ne? Ne? Das ist einfach Hammer. So, ich bin immer noch schwanger, aber ein Trunkenbold. Ob das gut für das Kind ist? Nö. Deswegen macht er mittlerweile... Oh, ich habe ein Söhnchen. ...die Bundeszentrale auch Werbung dagegen. Der Bernhardiner, ja? Ja, ich nenne den Bernhard. Bernhard ist ein guter Name. Hätte es wenigstens das E durch ein Ä ersetzt. Bernhard? Du meinst Bärbel? Nein, hallo, Bärbel. Oh, hallo, ja, Bärbel. Ja, ja, ja. Ach, na, so ein tragisches Ding aber auch. Übrigens, siehst du das gerade bei dem Alemannenherzog? Der ist jetzt Thomas der Zweite, weil es nämlich schon mal einen Thomas von den Alemannen gab. Wo ist denn der Alemannenherzog? Zum Beispiel in Schwaben. Ich sehe das halt nicht ganz schlecht, weil das so im Nebel des Krieges hier unten, so im Nebel des Krieges liegt. Herzogtum von Alemannen. Und der was ist Thomas der Zweite von Alemannen? Und was ist mit dem? Naja, der ist eben, der trägt dieses Kürzel der Zweite, weil der schon mal einen Thomas, also schon mal einen Herzog Thomas von den Alemannen gab. Nur so als Beispiel, weil du das ja mal angezweifelt hast. Naja, ich konnte es halt nie bestätigen bis jetzt, aber es ist ja möglich, dass das alles so möglich ist. Na, es ist schon möglich. So, jetzt gewinne ich auch mehr Titel dazu. Ach, na guck mal einer an. Jetzt ist mein Gegner nicht mehr Herzog von der Provence. Provence? Das ist ja tragisch. Aber ich krieg jetzt wenigstens mal ordentlich Kohle in die Taschen hier. Taschen. Tante Sarah will Verwalterin werden. Warum? Was kann denn die Tante Sarah? Die ist Verwaltung 17. Oh, eine ausgezeichnete Idee. So, habe ich eigentlich noch jemanden im Gefängnis gefangen? Der Bischof von Paderborn. Der Pater aus Born? Warte mal, da könnte ich doch ein bisschen was freikaufen, hier mal noch ein bisschen Geld holen. Und der Bischof, der Bürgermeister von Jena. Ach, ist das ärgerlich, dieses Ping-Pong-Spielen, ne? Ich kann es gar nicht oft genug erwähnen, wie sehr mir das eigentlich auf den Zeiger geht. Ping-Pong. Oha, ich brauche ganz dringend mal einen Arzt. Einen Hofarzt anheuern. Reitet und holt mir einen Hofarzt. Holt mir den Hofarzt. Tja... Also so wie es aussieht, ist es eigentlich egal, wenn ich jetzt also den Krieg, also sozusagen, es gibt jetzt keinen großen Abgang mehr, ich brauche halt nur 322 Prestige. Dann könnte ich dem hier den Krieg erklären. Ja, wollen wir die Pause rausmachen? Ja, ja, nur lass mich doch auch mal immer mal ganz kurz gucken. So, 211 Geld. Was ist denn das jetzt hier? In einem nahegelegenen Dorf wohnt die alte Ute. Sie ist dort äußerst beliebt und hilft den Dorfbewohnern. Die alte Ute wird doch mal direkt gegen eine ansehnliche Spende von 10 Gold tauschen wir die Ute aus dem Dorf. Das ist gut. Schön. Hallöchen, Ute. Ganz recht. Ganz recht. Nein! So, ich muss noch mal ganz kurz strippen. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben einen Querulanten und wir haben hier Pragmatiker in der Runde. Pragmatiker. Dann wir schauen erstmal, wer sich eventuell diesem Gesetz mit anschließt. Stopp.
Dann mache ich dich zum Regenten und du stimmst nie in meinem Sinne mit ab. Das ist echt eine Frechheit. Wer hat das jetzt schon? Bürgermeister. Na, das ist mir zu viel. Dann lassen wir uns lieber drauf ankommen, auch wenn das nicht wird. Weiß ich jetzt schon. Wie auch immer mein Regent auf die tolle Idee gekommen ist, einfach mal dem Rat die Kriegsgeschäfte zu überlassen. Eine tolle Idee. Na ja, Dank mein Gott. Dafür gehört da eigentlich mal konkret, sie haben das Gesetz abgelehnt. Super. Da gehört da einfach mal konkret dafür eingeknastet. Jetzt, wo ich kein Geld mehr habe, kriege ich hier, es ist doch... Ah, Moment mal, Kollege, was hast denn du da für eine... Wir machen das mal, aber wehe dem, du... So, Erhöhung der Macht des Rates, kein Fähnchen, ey, ich werde gekloppt. Jetzt ist der Marschall gestorben, ey, hallo, könnt ihr mal aufhören, irgendwie alle abzukratzen, Leute? Es nervt, ehrlich. Ich meine, ich würde mir total gerne das Plauen zurückholen, aber das wird ja nicht. Möchtest du ja auch erzählen, warum, weil das hat ja jetzt keiner gesehen. Aber warte mal, weißt du, was ich mal probieren kann? Ich kann mal probieren, den meisten Ansprüche zu generieren. Vielleicht wird mir das ein wenig Respekt verschaffen. Nee, ach, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wie du meinst. Interessant, trotz der Tatsache, dass ich Säufer... Oh, wir haben Krieg mit dem Franzosen. Worum geht's? Orléans. Naja, das ist ja nur... Das war klar, dass das irgendwann kommt. Wo ist denn das jetzt? Wieso denn Orléans? Sag bloß, du erinnerst dich da schon lange nicht mehr dran. Ach, hier! Stimmt ja! Ernsthaft, das waren nur 95%, ich gehe am Stock. Das gigantische, das großartige Orléans. Oh Mann. Du gehst am Stöckel? Ja, sehr. So, naja, pass mal auf. Wir machen das jetzt so, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Machen wir das. Das ist aber schön. Was, Prinz Wiegbert von Sachsen? Ist er mit mir verwandt? Nee. Hey. 2164. Na gut, viel Erfolg, lieber König Sauseschritt. What the fuck? Das gibt's ja jetzt, ne? Hä? Was denn los? Ach, der Trottel hat gerade 1500 Söldner angeworben. 1500? Ja. Nicht schlecht. Durchaus gängige Zahl. Nicht schlecht, Mr. Specht. Oh, es nervt einfach nur, es nervt einfach nur. Ja, ja, ich weiß, wem sagst du das? So, naja, schauen wir mal, ob das jetzt was wird. Was? Ach so. Der Kanzler von Anhalt, du bist ja ein Arsch. Na ja, lass ihm halt seinen Spaß. Alter, was ist denn das? Ach was, eine Tochter. Ich bin wenig überrascht. Schon mit deiner Tochter, ja? Aber du hast doch einen wunderschönen Sohn. Friedrich, ja, der Sohn hat eine Tochter. Friedrich Michael von Nürnberg. So richtig goldig, so richtiger Goldjunge. Wenn ihr mal euch weniger aufs Verfolgen konzentrieren würdet, sondern stattdessen mal die einbrechende Flanke unterstützen, könnte ich, also es wäre echt super. Yeah, da oben ist schon wieder der Däne. Was will er diesmal? Soll er denn haben wollen?
Boah, ich hätte noch 7 Jahre Waffenstillstand mit dem König. Na, da oben, vermutlich, ich weiß nicht, vermutlich Dänemark? Keine Ahnung, was will er denn haben? Guck's halt an, der unterstützt den Franzosen. Ah, doch, das ist ja nett. Bist du noch da? Ja, ja, ich bin genervt, das ist alles. Wahnsinn, du hast Anhalt erobert. Aha, den finnischen Trupp hat er sich geleistet. Alter, dieses Alemannenherzogtum, ne, das ist aber auch scheiße groß. Wenigstens hat er jetzt schon die Provence-Gebiete verloren, aber es hilft ja nichts. So, gestresst bin ich nicht. Naja, klar. Was hast du? Nee, du hast da jetzt schon drauf geantwortet. Hä? Okay. Ich bin erst 19 Jahre alt und ich habe einen Sohn, der jetzt 2 ist. Oh je. Den muss ich vermutlich auch frühzeitig verheiraten. Angesammelt. Nicht genug. Oh oh, ich bin schon wieder schwanger. Hoffen wir mal, dass hier ein Junge rauskommt. Selbst wenn, kannst du das ja alles wiederholen. Ja, stimmt, ich bin ja auch Herzog außerdem. Ist ja alles gut. Alles gut, wie man so schön sagt. Alles gut. Ja. Mensch, Leute. So, ich möchte aber immer noch keine Fraktion ausrufen. Ich Mist. Also so wie es aussieht, muss ich hier illegalen Krieg dann führen. Einen illegalen Krieg? Naja, ich will so schnell wie möglich aus diesem sächsischen Verband raus. Weil guck mal, was ist denn das? Sachsen ist ja jetzt echt nicht mehr so viel, du. Ja, ist ein verbessertes Herzogtum, ne? Ja. Na, verbessert. Was mal so, ja. So, dann gehen wir mal wieder belagern. Wir machen ja sonst eigentlich nichts anderes. Eben, mal ein bisschen belagern. Schon. Ich habe einen Sohn. Oh, ich habe Krieg. Warum denn das? Ja, jetzt ist es passiert. Der Brennerburger möchte Thüringen haben. Darüber haben wir vorhin noch gesprochen. Ja, mit 700 Mann. Den wirst du ja wohl standhalten können. Kannst du mal bitte die Geschwindigkeit runterstellen? Ja, natürlich. In meinen taktischen Planungen weg zurück. Ah ja, probier's ruhig. Ich sammle noch ein bisschen. Oh ne, das möchte ich nie. So
unsere Liegenschaft in Ordnung. Türen werden beladen. Oh, ne, der Krieg geht mir leicht auf den Sack, ehrlich. Wollte ich nicht ja sagen. Mir geht's auf den Sack, dass hier jeder dahergelaufene von mir irgendwelche Provinzen. Das ist knapp. Oh, komm schon. Oh, jetzt. Sehr interessant. Ich habe ihn geschlagen und habe trotzdem 0% Fortschritt gemacht, diesen Kampf abzu. Ach, weil er jetzt noch den König von Pannonien mit dazu geholt hat. Ups. Na super. Ey, sag mal, wollt ihr mich hier eigentlich verarschen? Weißt du, was ich jetzt glaube? Was? Ich glaube, wir werden dann gleich mal in den sauren Apfel beißen müssen. Und das heißt? Das werden wir gleich sehen. Immer noch null, ey. Da weißt du, was dort ankommen wird, wenn ich hier weiterkämpfe. Schöne Nachtshose. Das ist doch aber echt scheiße hier hinten, ey. Mal ohne Mist. Also das macht echt, ich muss sagen, es macht aktuell sehr wenig Spaß. Das glaube ich dir. Wo ist denn hier der hier unten? Oh, ich habe den Brennerburger gefangen genommen. Ah, damit hat sich der Krieg erledigt. Dann los. Okay. Warum kann ich jetzt den Krieg nicht beenden? Ich weiß nicht, was steht denn da? 100%, aber ich kann den Krieg nicht beenden. Macht. Ach so, weil der König das beenden muss. Der König muss das beenden. Na, hoffentlich ist der schlau. Ach so, weil der im Krieg mit dem. Ja, logisch, weil er den Sachsenkönig. Ja. Na, hoffentlich ist der schlau. Ja, Gott sei Dank. Na, das war jetzt aber knapp. Dann lass den Gabel mal hübsch in deinem Knast sitzen. Wenn der jetzt noch im Knast sitzt? Der sitzt ja noch im Knast. Was tut er? Meinst du, ich sollte jetzt nochmal eine Aktion in Plauen probieren? Hast du genug Geld, um zur Not auch einen längeren Krieg zu führen? Und vor allem guck dir erstmal an, wie kommt denn das, dass der Pannonier da mitmischt? Ja, nämlich verbündet. Das würde ich an einer Stelle jetzt stecken lassen. Wo siehst du das, dass die verbündet sind? Durch die Frau oder was? Naja, wenn du den Typen, den Häuptling Gabel von Brennerburg anklickerst und dann auf Pakte, ja, dann siehst du das. Der mit Liethold Brems liest. Der ist aber schon alt, also solange. Es könnte sein, dass das Bündnis bald zerbricht. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Jetzt hab ich nie aufgepasst, ist der an mir vorbeigelatscht. Nee, der wird schön im Knast verrotten bei mir hier. Ja, das sollte auch. Du solltest ihn jetzt drinnen lassen, weil wenn der nämlich wieder einen Krieg erklärt, hast du gleich von Anfang an dann einen Bonus. Warte mal. Na klar. So. Ich wusste, dass der Krieg so lange geht, ne? Da hätte ich noch mehr Grafschaften beansprucht, ehrlich. So, pass mal auf jetzt ganz kurz. Ich habe jetzt die nötige Autorität theoretisch zusammen,
um ihm den Krieg zu erklären und unabhängig zu werden. Ah. Kostet mich jetzt, also wird erst einmal als Tyrannei angesehen, kostet mich 407 Prestige. Die Meinung aller Herrscher vom christlichen Glauben wird um 25% verschlechtert und ich gelte für 5 Jahre als Eidbrecher. Weiß nicht, ob dich dann der neue König nimmt. Dann kannst du auch die 5 Jahre noch warten und dann regulär austreten. Super, dann hätte ich nämlich jetzt doch lieber den Krieg gegen Meisen geführt. Was, den Krieg gegen Meisen? Weil ich gerade Ansprüche in Meisen hatte, die habe ich jetzt aber dann doch erstmal... Ich hätte es auch eigentlich annehmen können. Ach so, nee, weil mir dann das Prestige wieder gefehlt hätte. So, warte mal, jetzt hat sich gerade irgendwas getan. Irgendwas ist jetzt gerade... Ach so, hier. Der Leopold von Pannonien, so ein Arschkeks. Ja, sobald er stirbt, ist alles gut. Kämpft seine feindliche Armee und schwupp, hebt er sie wieder neu aus. Das kostet ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder schwanger, jetzt geht's aber los hier. Oh. Das Dumme ist, ich brauche den Mann noch als Verwalter, weil ich einfach verwaltungstechnisch zu schwach bin. Hättest du einmal in der Schule richtig aufgepasst, aber nee. Genau. Aber ich könnte den erstmal ins Versteck schicken. Ob das was bringt. So, na gut, dann belagern wir jetzt mal dieses ominöse Lorrain. Ja. Yves Lorrain. Lorraine, okay. Ja. Von Calvin Klein. Von Calvin Klein. Ach Gott, erstmal strecken. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde mir jetzt ein hübsches Glas Orangensaft zusammenmixen, während wir hier auf das Ergebnis dieser Belagerung warten. Denn mit dieser Belagerung sollte ich die 100% erlangen. Er verlangt, dass wir Prinz Bischof Gargan aus unserem Kerker freilassen und ihn den Willen Gottes überstellen. Was ist jetzt? Ja, komm. Austrasisch-ostanglischer Krieg über Sang. Was? Ist hier noch irgendwas? Sächsisch? Was? Hä? Wieso denn? Ich hab jetzt hier wieder einen Krieg. Ja, weil du da verteidigst, weil du hilfst als Verteidiger. Ach so, gegen wen? Gegen den König Bero von Austrasien, das ist das ehemalige Mittelfranken. Ah, ich verstehe. Das ist schön. Das ist aber schön. So schön. So, und der dritte Sohn? Na super, jetzt wird langsam ein bisschen heikel hier. Ach, die Heike kann da gar nichts dafür. Wie sieht denn das jetzt eigentlich aus, wenn unser König Charik sterben sollte? Wer erbt denn da was? Also, der Sigliard bekommt also das Königreich Burgund. Der Prinz Teutbert bekommt das Königreich von Deutschland. Und das war's. Der Teutbert? Was passiert mit Aquitanien und Navarra? Landet dann wahrscheinlich weiterhin bei Sigliard. Naja, schauen wir mal. Meine, dieses mächtige Königreich Navarra, das aus 2 Provinzen besteht, ist natürlich schon der Hammer, aber 2 Grabschaften. Grabschaften? Da weiß ich, wie viele Leute da schon drinnen gefallen sind, nur damit das da bleibt. Das ist schon ein Traum. Meine sehr verehrten Damen und Herren. So, ja. Wie sieht's denn aus? Was ist denn damit los? Da, du, die, da, du, da, so, ich müsste noch 4 Jahre warten, dann kann ich hier... Und ich kann es endlich tun. Hast du endlich deinen Frieden? Ich habe endlich meinen Frieden.
Hat ja auch gar nicht lange gedauert und hat auch gar kein Geld gekostet. Was vor allem eine gigantische Domaingröße, ey, das ist schon echt irre. Ich hab 7 von 9 habe ich jetzt. Boah. Aber ich kann ja, wenn du im Herzogtum dein Reich zentralisierst, dann kannst du mehr Domänen aufnehmen. Jetzt bist du baff, ne? Das hättest du jetzt nicht erwartet. Doch, ich weiß, aber das kann ich jetzt. Doch hier, ich könnte eine geringe Zentralisierung zulassen. Machen wir das doch mal. Bietet eurem Lehnsherrn eine Spende über 200 an. Mein Lehnsherr kann sich sein Geld mal woanders hersuchen. So, ich brauch. Was ist denn bei der Technologie jetzt der Fall? Ich bin bei 486 Punkten und brauche 559. Für Legalismus so. Der Stufe 3 und dann kann ich nämlich hier meine Erbfolge regeln. Sehr schön. La Cacuracha, die Küchenschabe, die Küchenschabe. Die Küchenschabe, la 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 la. Die Küchenschabe. Naja, wir haben ja auch voll die gute Laune, ne? Es ist schon beeindruckend, was wir hier so am Stüssel haben. Ah, ein wenig schon, ja. Ich kann irgendjemanden festnehmen. Ich kann irgendeinen Anspruch durchsetzen. Ich kann mich überhaupt nicht auf 3 Sachen kollidieren. Also als erstes setzen wir den Anspruch gegen Nürnberg durch. Ich kann mich überhaupt nicht auf 3 Sachen kollidieren. Kollidieren, ich... Sag mal, wer ist denn das? Na wie war das da damals? Du könntest mal ein bisschen mehr... wie war das? Du könntest mal ein bisschen mehr endoplasmatisches Retikulum? Du könntest mal ein bisschen mehr Candidismus. Ja, stimmt. Du könntest mal ein bisschen mehr Kantilismus, genau. Außerdem streue ich in meine Sätze immer gerne hochtrabende Wörter, damit die Leute denken, dass ich etwas intelligenter bin, auch wenn ich das vielleicht gar nicht Photosynthese. Photosynthese. Ja. Genau. So sieht's nämlich mal aus. So, damit habe ich jetzt natürlich das Herzogtum von den Alemannen geschwächt ein Stück weit. Das gefällt mir auch schon mal ganz gut. Mein Boah, König hat bist du jetzt gerade riesig. Wie viele Domänentruppen kannst du jetzt ausheben? Momentan könnte ich maximal 2.39.000. Also 2.423 zeigt es mir genau an. Das wächst aber gerade momentan alles wieder so ein kleines bisschen. Das Ding ist, dass Württemberg und Stuttgart geht, aber Württemberg ist so gut wie gar nicht ausgebaut. Ich muss mein Geld erstmal zusammenrammeln. Nichtsdestotrotz bereite ich jetzt gerade den Krieg gegen Böhmen vor. Mein Freund, erstens, du bist ein bisschen einäugig, hä? Einäugig? Ja, der König von Böhmen, guck mal. Warte mal kurz. Mach ich. Warte mal, neuen Agentenführer hier einstellen. So, da ist mein Hofprediger gestorben. Mensch, hier sterben sie aber auch wieder wie die Fliegen. So, dann nehme ich gleich mal den, dann dürfte ich eigentlich alle... Naja gut, das Bündnis kannst du dir mal woanders hinschmieren. Großhäuptling von Karelien. Ist auch bloß eine Provinz, hä? Wie viele Truppen kannst du denn da aussehen? Ach, wegen 290 Mann habe ich doch keine Angst. Freund Blase. Der Rat eures Lehnsherrn ist unzufrieden. Tja, hätte er mich mal einen Rat geholt, aber weil ich eine Frau bin, darf ich ja wieder ne. Oh, da marschieren jetzt 3700 Franzosen quer durch die Lande. Hallo! Das haben sich Hey, warte mal ganz kurz. Was? Das Land ist so klein geworden. Hier gab es ganz offensichtlich eine Veränderung der Besitzverhältnisse. Ja, Aquitanien ist wieder da. Nein, doch, Aquitanien ist wieder da. Ja, das Königreich ist zerfallen. Also der Herrscher ist gestorben. Wir haben jetzt den König Gedalbert von Deutschland, der gleichzeitig auch König von Navarra ist und damit natürlich über die wichtigsten Provinzen dieser Landkarte verfügen. Ja, genau. Guck mal dort unten. Das bisschen, was da nach Spanien reinragt. Ja, 606 Mann, immerhin. Und auf der anderen Seite haben wir das Königreich von Aquitanien. Ich nehme allerdings an, dass das irgendwann wieder verloren geht an die Medici hier unten, an die Medinit. So, und auf der anderen Seite das Königreich von Aquitanien. Ja, nur das Königreich von Aquitanien. Hier unten haben wir das Königreich von Burgund. Das gibt's jetzt auch. Einwandfrei. Tja, aus 1 macht 3, ne? Zack. Okay, Aquitanien hat sich gerade erledigt. Sieht so aus, als wenn da jemand gerade gestorben wäre. Zufällig. Zufällig, so ein dummer Zufall aber auch. König Adrian von Aquitanien starb bei einem verdächtigen Unfall im Alter von 14.
Ja, wir haben es ja schon. Anspruch durchsetzen. Ja, wir haben ja schon öfters mal drüber gesprochen, ne? Was hier so passiert, wenn man hier an der richtigen Stelle mal ein bisschen Gift zum Einsatz bringt. Bisschen spart. Welcher ist das jetzt hier? Leopold? So, jetzt habe ich theoretisch Ansprüche in Meisen generiert. Jetzt könnte man da eigentlich mal einen flotten kleinen Angriff probieren. Der hat 900 Mann hat er. 900 ist ja irre. Ich habe gerade mal 542. Aber ich werde jetzt Nürnberg beanspruchen und nach Hause holen und dann werde ich das. Aber ich lasse erstmal die. Ich lasse aber trotzdem erstmal die Ansprüche, wo sie sind. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Ich habe ein Haar in meinem Becher. Ich könnte ausrasten. Übrigens habe ich jetzt in Leidingen ein Füllhorn, weil ich so prosperiere. Warte mal. Ha, siehst du, da habe ich wieder ein geschicktes Wort eingepflanzt. Gab es ja nie irgendwo mal diesen Provinzwohlwirtschaft? Oh, das sieht aber gut aus. Das sieht übrigens auch für Thüringen ziemlich gut aus. Die Wirtschaftskarte. Die Wirtschaftskarte. Für Blauen allerdings auch. Also gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beenden diese Folge jetzt, um in der nächsten Folge wieder einmal das Schwert sprechen zu lassen. Außerdem möchte ich aber vorher noch ganz kurz... Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz, muss ich mal... Ich habe das Wort kurz lange nicht mehr verwendet. Das war... Verteidigen gegen König Sigliard vor Burgund in aquitanischer Krieg um Königreich von Deutschland und Königreich um Navarra. Sieht so aus, als ob unser König... Also ob es hier einen Bruderkrieg gibt übrigens auch gerade. Wie klassisch ist das denn? Wir befinden uns wirklich im Klassischen. Zwischen, entschuldige, ich habe jetzt gerade nicht... ja, ich weiß. Gehört zwischen wem jetzt? Zwischen Königreich und Burgund, also das große Ding, und Königreich von Deutschland, also zwischen den zwei letzten Brüdern. Nachdem der König von Aquitanien höchstwahrscheinlich auch durch König Sigliard draufgegangen ist. Vor allen Dingen, jetzt ist es ein echt schlecht... Jetzt ist es eigentlich ziemlich schlecht auf dich zu setzen, weil Deutschland gerade ganz schön klein geworden ist. Naja, Deutschland ist halt Deutschland. Das Ding ist, und das wird ja bald wieder eins sein, wenn wir den Krieg verlieren. Und danach sieht's aus. Genau. Und Medinit dort oben hat sich einfach mal die Bretagne geschnappt. So macht man das. Ja gut, aber die äußerste Spitze der Bretagne war ja schon Umayyadenreich. Ach so, ja, das wusste ich. Das war schon eine Weile. Ja, das war, also das war wirklich... Kriemhild. Wie klassisch. Das lasse ich mal gelten. Das Nibelungenlied lässt grüßen. Das Nibelungenlied, ja. Jawohl. nein, wir wollten aber die Folge beenden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen noch einmal danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen natürlich, Sie schalten wieder an zur nächsten Folge von Mitgelacht dabei gewesen. Und in diesem Sinne, machen Sie es gut, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.